von den 28 Kindern 15 dann beim Rettungsdienst wirklich versorgt worden. Also das Gymnasium hat über 1000 Schüler hier. Wenn euch unsere Dokus gefallen, dann zeigt uns das gerne mit einem Like. Vergesst auch nicht, uns zu abonnieren für weitere Videos und Informationen. Eure Fragen, eure Meinung gern unten in die Kommentare. Wir befinden uns hier auf dem Campusgelände in Ostfildern-Nellingen. Dort wurde gegen 10.50 Uhr die Feuerwehr alarmiert zu einem Gasaustritt, unbekannter Stoff. Die Kräfte aus Nellingen sind dann hier angefahren und haben folgende Situation vorgefunden. 28 Schüler klagten über leichte Augenreizungen und Atemprobleme. Die wurden dann auch im zeitgleich eintreffenden Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr hat dann erkundet, ist in das entsprechende Zimmer im ersten Obergeschoss vorgedrungen, hat nichts Verdächtiges festgestellt. Mit Messtechnik wurden dann auch versucht, Messungen durchzuführen. Die Messergebnisse haben sich nicht bestätigt, wir haben kein Messergebnis erzielen können. Im Verlauf des Einsatzes wurden dann sicherheitshalber alle Klassenzimmer mittels Messgeräten freigemessen, sodass im Grunde ausgeschlossen werden kann, dass in irgendeinem Zimmer noch eine Konzentration ist von dem Stoff, der vermutlich ausgetreten ist. Wir wissen nicht, was es war. Man könnte auf irgendeinen Reizstoff gewesen sein. Letztendlich haben wir keine Möglichkeit zu überprüfen, welcher das war. Von den 28 Kindern, die betreut worden sind, sind 15 dann beim Rettungsdienst wirklich versorgt worden, wobei die Versorgungen alle ambulant waren. Das heißt, einfach Atemreizungen lindern und das brennenden Augen und die Augen auswaschen. Und sie sind dann in Obhut der Lehrer oder der Erziehungsberechtigten, die ihre Kinder abgeholt haben, übergeben worden. Wir sind gerade im Moment dabei, den Einsatz zurückzubauen und zu beenden. Für die Feuerwehr Ostfildern ist im Grunde der Einsatz beendet. Von der Feuerwehr Ostfildern waren im Einsatz 21 Kräfte mit 7 Fahrzeugen. Dabei war auch der Kreisbandmeister des Landkreises Esslingen mit dabei. Der Rettungsdienst mit 22 Kräften und 8 Fahrzeugen. Wir sind heute hier alarmiert worden ins Otto-Hahn-Gymnasium nach Ostfildern-Nellingen mit einem Gefahrstoff-Einsatz. Notrufmeldung war, dass ein reizender Stoff in einem Klassenzimmer versprüht worden ist. Beim Eintreffen haben wir eine isolierte Klasse mit 24 Schülern vorgefunden, die über leichte Atemreizungen geklagt haben. Schlussendlich sind von uns 30 Personen betreut worden, 3 Lehrer und 27 Schüler. Es kam zu keinem Krankenhausaufenthalt. Einsatzkräfte hier vor Ort waren ein Notarzt, 2 Rettungswagen, leitender Notarzt und die Einheit Betreuung, mit der wir gemeinsam mit der Schulleitung und der Feuerwehr den Einsatz hier vor Ort abgewickelt haben. Also das Gymnasium hat über 1000 Schüler hier vor Ort in Rücksprache mit der Schulleitung, die direkt vor Ort zur Verfügung stand, hat man sich vereinbart, dass alle Klassen, die nicht betroffen sind, von den Lehrern in ihren Klassenräumen betreut werden, sodass wir recht schnell einen Überblick bekommen konnten, wer denn hier wirklich betroffen ist. Das hat uns die Arbeit sehr erleichtert. Zusätzlich sind uns Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt worden, um eben eine klare, schnelle Struktur zu schaffen und die Betreuung der Patienten eben voranzutreiben. Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like von euch sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr gerne, falls ihr nicht geschehen, unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch zukünftig keine weiteren Inhalte mehr von uns zu verpassen. Und wie immer dürft ihr jetzt anschließend hier unter dem Video in den Kommentaren eure Meinung kundtun, eure Fragen stellen oder euch gegenseitig austauschen.